Die zentralen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Halle haben am Sonntag ihren Höhepunkt erreicht. Während bereits seit 2 Wochen die Einheitsexpo in der Innenstadt tausende Besucher angezogen hat, fanden am Sonntag die Feierlichkeiten statt. Start war ein ökumenischer Gottesdienst in der Pauluskirche. Wegen der Corona-Pandemie gab es zum Jahrestag der Einheit wie schon im vergangenen Jahr kein 3-tägiges Bürgerfest mit hunderttausenden Besuchern, sondern ein sehr eingeschränktes Programm. Zu dem Gottesdienst in der Pauluskirche und dem anschließenden Festakt in der Händehalle kamen unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundesratspräsident Rainer Haselhoff und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nach Halle. Vor dem Festakt trugen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Verfassungsorgane im Beisein von Bürgermeister Eckbert Geier in das Goldene Buch der Stadt Halle ein. Bundeskanzler Merkel erhielt bei der Feier eine 20-minütige Festrede. Sehr verehrte Damen und Herren, es folgt die Festrede der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel. Unser Nationalfeiertag, dieser Tag der deutschen Einheit, geht nicht auf ein Ereignis weit vor unserer Zeit, tief in unserer Geschichte zurück. Vielmehr erinnert er an etwas, das die meisten von uns bewusst miterlebt haben und das heute vor 31 Jahren unser Leben verändert hat. Der 3. Oktober 1990 steht für die Wiedervereinigung unseres Landes in Frieden und Freiheit. Diese Freiheit brach nicht einfach über uns herein, diese Freiheit wurde errungen. Das Land, das wir heute als Wiedervereinigtes feiern, konnte werden, weil es Menschen in der DDR gab, die für ihre Rechte, für ihre Freiheit, für eine andere Gesellschaft alles riskiert haben.